Ja, ich bin heute im Meierhof vom Schloss Kornberg, ausgebaut, umgebaut. Honorarkonsul Magister Andreas Bardot, du hast da eine neue Ausstellung einrichten lassen, Schlösser der Welt oder Schlösser Europas, und das soll eine Dauerausstellung werden. Um was geht es da überhaupt? Ja, das soll eine Dauerausstellung werden, und es geht um Burgen, Schlösser der Welt, von Europa über Asien, und es sollte auch in Zukunft auch erweitert werden. Also wir beginnen auch hier, wenn man am Eingang reinkommt, mit der slowenischen Burg Bredjama, die liegt oberhalb von der Adelsberggruppe oder Apostoljegrotte und ist einer der wehrhaftesten Burgen. Diese Ausstellung, die ich hier jetzt bekommen habe, ist an sich in Slowenien aufgebaut worden, aber dadurch, dass die Therme, wo diese eingerichtet war, im Nebengebäude erweitert ist, hat unser Partner uns gebeten, und so ist es auch zustande gekommen, diese Ausstellung eben entweder nach Kornberg zu bringen oder nach Moskau. Wir haben uns sehr schnell entschlossen, diese nach Kornberg zu bringen, weil ich gesehen habe, das ist etwas, was wirklich die breite Masse interessieren kann, von jung bis alt. Und so haben wir uns relativ schnell entschlossen, diese zu uns zu bekommen, und haben auch in den letzten Monaten diese im Nebengebäude des Meierhofes ausgebaut. Wie viele Modelle stehen da? Es sind insgesamt 16 Modelle, 15 Burgen und Schlösser und ein Modell eben der Schlacht vom Kahlenberg, von der zweiten Türkenbelagerung. Ja, schauen wir uns das gleich direkt an. Gehen wir durch. Ja, gut. Okay. Wir haben hier den Potala-Palast, also das ist ein riesengroßer Palast in Tibet, wo eben der Dalai Lama auch geboren ist, aber dann aufgrund der Situationen, die dort war, eben durch die Übernahme von China gehen musste. Und das ist interessanterweise, habe ich auch aus unserem mehr oder weniger Walkman erfahren. Unser Walkman ist dann auch in 6 Sprachen, in Deutsch, Englisch, Italienisch, Slowenisch, Kroatisch, aber auch in Russisch gehalten. Also ihr rechnet mit einem internationalen Publikum? Wir rechnen mit einem internationalen Publikum. Es soll dann auch ins Französische übersetzt werden in der nächsten Zukunft. Dankenswerterweise haben wir die Österreich oder die deutsche Übersetzung bekommen durchs Studio in Feldbach, durch den Herrn Keinrath, der uns dann nachjustiert hat, wirklich, dass das dementsprechend aber ist. Wer baut so ein aufwendig? Dieses Modell ist gebaut worden von russischen Modellbaumeistern, die diese Kunst sehr gut beherrschen. Und so haben wir dieses, ist eigentlich in Moskau hergestellt worden oder teilweise in Slowenien und dann mit 5 Sattelschleppern zu uns nach Kornberg gebracht worden. Natürlich restauriert als solches, weil durch den Transport ja einiges passierte. Und so ist dieser Palast von Tibet, in welches man glaubt, es kaum über 2000 Räume beherbergt. Hm? Ja, schauen wir weiter. Da sind wir jetzt. Wir können ja nur einen kleinen Überblick geben. Ja, ja. Da sind wir jetzt in Kroatien auf Schloss Dragozan. Das war auch ein Schloss der Familie Trasković. Die Familie Trasković ist vielleicht uns auch bekannt. Sie waren Bane in Kroatien, also mehr oder weniger Herrscher und Vertreter des Königs. Und eine Familie Trasković ist auch in Güssing tätig. Ist ein kleineres Modell? Da haben wir ein sehr schönes Modell, eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Dieses ist das Schloss Beleș. Das ist die Sommerresidenz der rumänischen Könige. Schaut ja mehr aus wie ein Märchenschloss. Ne? Ja, es ist der Stil, wenn man schaut auf dem Semmering, es sind ja einige Hotelbauten, genau, auch in diesem Stil.
Und es wurde von einem tschechischen Architekten konzipiert. Die Einrichtungsgegenstände sind aus Wien zum größten Teil. Die Königsfamilie stammt ja von der Familie Hohenzollern. Ist dann 1854 zum König mehr oder weniger befragt worden, weil sie wollten einen westlichen König haben, und ist wieder an die rumänische Familie zurückgegeben worden. Weil es jetzt gerade dunkel geworden ist in diesem Raum, also ihr spielt es auch ein bisschen mit Licht. Ja, wir haben eben die Morgendämmerung, wir haben dann den Abend und auch die Nacht, und daneben gibt es auch dementsprechende Videoeinspielung. Eine gewaltige Anlage. Das ist die Marienburg. Die Marienburg. Im heutigen Polen, damaligen Schlesien, ist letztendlich die Burg des deutschen Ritterordens. Ist das alles Ziegelbau? Das ist alles Ziegelbau. Es ist die größte Ziegelbauanlage überhaupt. Das werden Millionen Ziegel sein, ja. Wie man das so, ja, sehen kann. Wir kommen jetzt nach Deutschland, zur Burg Eltz. Die Burg Eltz war ja auch auf der 500 D-Mark, scheint auf diesen drauf, ist von der Familie Eltz und hat einige 100 Zimmer. Und wie es früher üblich war, hatte jede der Familienmitglieder auch die Möglichkeit, dort zu wohnen. Also war das sowohl ein Versorgungsschloss als natürlich auch eine wehrhafte Burg. Da haben wir jetzt eine französische Burg, nämlich Pierrefonds. Pierrefonds war zum Teil zerstört, ist aber dann wieder im 18. und 19. Jahrhundert aufgebaut worden, ist natürlich auch für viele dieser historischen Filme als Kulisse verwendet worden. Vor allem, weil die vielen Rundtürme, die Ecktürme, genau. Zugbrücke und allem drum und dran, wie man sich halt wirklich so eine Burg vorstellt mit den ganzen Bastionen und Türmen. So, da müssen wir jetzt durch. Wir kommen jetzt zum Dobolsker Kreml. Ja, Kreml heißt eigentlich im Russischen Burg, ja. Und ist eine Burganlage, aber eine Klosterburg als solches. Man sieht es ja natürlich auch an diesen Türmen auch. Kirchen. Genau, ist in Sibirien. Da haben wir natürlich einer der bekanntesten Burgen. Das sogenannte, die Märchenburg. Genau, von Ludwig II. Von Bayern, das ihn finanziell und auch Bayern fast ruiniert hat, um diese Burg aufzubauen. Heute, wenn man denkt, es ist einer der wirklich wirtschaftlich besten darstellenden Burgen. Einer der meistbesuchten Burgen in Europa. Also man kann auch sagen, wenn man es in der Umwegsrentabilität sieht, es wurde zwar viel investiert, aber ein Vielfaches dessen ist schon wieder zurückgekommen in die bayerische Staatskasse. So kurios sein Leben war, so kurios war auch sein Tod, ja, der heute noch immer nicht geklärt ist. Ist auch nicht geklärt worden, inwiefern er dann sich selbst hat. Und diese Burg ist direkt bewacht, sehe ich da. Ja. Guten Tag. Grüß dich. Ihr seid wer? Na, unser Verein trägt den Namen Prellhauer. Wir unterstützen Herrn Grafen bei seiner Eröffnung von der Ausstellung. Wir machen eine historische Darstellung. Ihr seid aus Regensburg, genau, glaube ich, gell? Wir sind aus Regensburg. Wir machen eine historische Darstellung oder auch Schaukämpfe, historisches Fechten und Museen. Mit echten Kettenhemden. Genau so ist es, ja. Wo nimmst du sowas her jetzt überhaupt? Entweder selber machen oder aus dem Ausland kaufen. Ja, das ist eine schöne Bastelarbeit. Genau, das ist eine schöne Bastelarbeit, wenn man das heißt. Also die Prellhauer. Genau, ja. So ist es.
Und unterstützen einen Grafen bei seiner Eröffnung. Ja, und was mir besonders wichtig ist, dass sie authentisch sind, insofern auch die Gewänder authentisch und all das, sich auch dementsprechend informieren, dass das wirklich nicht irgendetwas ist, wo man sagt, das ist so nachgebaut, sondern sie werden sich wirklich an den historischen Kostümen orientieren. Da ist der dritte Prellhauer. Ja, kommst du rüber auch einmal? Ja. Dass wir alle drei dann drauf haben am Bild. Du hast einen Gesamtgesichtsschutz. Die sogenannte Kalotte. Ja. Das ist im Prinzip der Nachfahre von meinem Nasalhelm, einfach um den weiteren Gesichtsbereich zu schützen. Und das wäre jetzt eine Hirnhaube. Das ist der Unterhelm von den Topfhelmen. Also der Topfhelm wäre dann nachher hinten auch noch geschlossen und etwas gerader. Und da man das nicht immer Gesichtsschutz braucht, kann man auch einfach mal sowas aufsetzen. Wir sind jetzt in Frankreich auf Schloss Villandry. Villandry ist an der Loire gelegen. Und meine Vision ist halt die, dass wir mit der Schlösserstraße und diesen ganzen Vulkanland, was sich da an kulinarischen Dingen auch tut, dass wir auch international einmal so bekannt werden, dass das eine solche Destination wird, eben die Schlösserstraße, Vulkanland, um überhaupt international mehr an Touristen und Besuchern zu bekommen. Eine gewaltige Backanlage. Ja, und was das Interessante auch hier darstellt, hier haben wir nicht nur eben diesen ganzen Irrgärten oder sonstige Anlagen, sondern wir haben auch Gemüsegärten, die in dieser Form angelegt sind als Schaugemüsegärten. Aber es sind ja typische Barockgärten. Ja, es sind typisches Barock. Ja. Eine sehr beeindruckende Anlage. Ja, wir sind jetzt in China und das sind die sogenannten Erdschlösser, Tulu genannt, wo eben diese aus Lehm, Ton hergestellt sind und das Ganze sich im Innenleben eigentlich darstellt. Aber diese Tulu sind ja Wohnhäuser. Da sind Wohnhäuser. Sehr viele Leute drinnen. Genau, aber sind als Burganlagen oder wehrhafte Anlagen konzipiert worden. Da gibt es ja nicht nur das eine, sondern da gibt es ja sehr viele davon. Es gibt viele davon, ja, richtig. Wir kommen jetzt nach Portugal auf den Palast Pena, welches dann von den Königen von Portugal, also den Braganzas, im 19. Jahrhundert ist dieses als Sommerresidenz ausgebaut worden. Und interessanterweise war der Ehemann der Königin war ein Deutscher, auch ein Hohenzoller. Weißt du zufällig, stimmen die Formen mit dem Original? Ja, ich war dort vor einigen Jahren. Ja. Es ist so wirklich die Zeit des Historismus, aber Einfluss natürlich auch der Orientalen und Sonstiges. Es stimmen die Farben auch und es ist jetzt vor kurzem auch restauriert worden. Ich kann dazu sagen, einige der Häuser habe ich ja selber besucht. Es ist interessant, dass meine Frau einige verwandtschaftlichen Beziehungen dazu hat. Das ganz interessant ist das Schloss Bran. Das Schloss Bran ist der Familie der Habsburg, Dominik Habsburg-Lothringen zurückgegeben worden. Seine Mutter war eine Prinzessin von Rumänien. Und somit ist es wieder an den Sohn und seine Schwestern zurückgegeben worden. Das ist das typische Schloss, wo man mehr oder weniger den Vlad Dracul oder Vlad Beleš interpretiert. Dieser Reichsverweser war in dieser Region tätig. Und heute, und man glaubt es kaum, ist dieses Haus, nachdem es wieder die Familie übernommen hat, haben 300.000 Besucher und jetzt in den letzten Jahren auf 500.000 angewachsen. Jetzt kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Wir kommen jetzt nach Asien, nämlich wir kommen nach Japan und das ist die Burg Himmelier. Und das ist natürlich ganz interessant, weil da die ganze Garten- und Parkarchitektur der Japaner auch dargestellt wird. Und der letzte Punkt ist der Fotopunkt.
wo die Besucher sich dann bei uns auch dementsprechend fotografieren können. Ich setze mich da kurz her. Das kann jeder der Besucher von uns sich an diesem Fotopunkt fotografieren. Und ich glaube, bei so einer Ausstellung gehört es auch dazu, dass man sich dann die Möglichkeit hat, hier fotografieren zu lassen. Gut, Andreas. Ja, gut, ich danke. Danke für deine Führung. Und bitte gerne. Ja, gerne. Gut. Danke. Grüß dich. Servus. Servus.